Ja, der alte Glanz ist getrübt. In Frankfurt begrüße ich jetzt unseren Börsenexperten Klaus-Rainer Jackisch. Hallo nach Frankfurt. Ja, schönen guten Tag nach Bonn. Das dritte Verlustjahr in Folge, haben wir eben gehört, für die Deutsche Bank. Wie angeschlagen ist die Bank und wo sehen Sie die Gründe dafür? Also die Bank ist in der Tat in einer sehr schwierigen Situation. Eigentlich wollte man ja wieder deutlich in die Gewinnzone. Nun muss man fairerweise sagen, es wäre vielleicht auch geglückt, hätte Donald Trump nicht dazwischen gegrätscht. Das ist natürlich vor allem so, dass die Steuerreform in den USA, die dazu geführt hat, dass nicht nur die Deutsche Bank, sondern viele andere Unternehmen auch Verluste nicht mehr so absetzen können, wie das in der Vergangenheit war. Das hat eben dazu geführt, dass die Deutsche Bank eben im vergangenen Jahr in die Minuszone gerutscht ist. Sonst wäre in der Tat unter dem Strich ein kleines Plus herausgekommen. Aber es wäre auch nicht besonders groß gewesen. Und man muss schon sagen, die vielen Hoffnungen, die in John Crine, also dem Vorstandschef, der vor einigen Jahren gekommen ist und der das Haus umkrempeln sollte, die schwinden so ein bisschen, die Vorschusslorbeeren. Denn es gelingt ihm eben nicht, das Haus so sehr in gutes Fahrwasser zu bekommen, wie man sich das gewünscht hätte. Hauptgründe sind natürlich historische. Zum einen ist natürlich die Finanzkrise weiterhin nicht hundertprozentig verdaut. Das Investmentbanking läuft nicht so, wie es laufen sollte. Die niedrigen Zinsen, sie sind in der Tat auch ein Problem für die Deutsche Bank. Aber das Hauptproblem ist sicherlich der schwer angeschlagene Ruf aufgrund der vielen Rechtsstreitigkeiten, die es in diesem Haus gibt. Und dieses ganze Konglomerat führt dazu, dass die Deutsche Bank nicht richtig auf die Beine kommt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie es weitergeht. Es gibt viele Spekulationen, zum Beispiel, dass die Deutsche Bank zerschlagen wird. Wie realistisch ist das? Es gibt in der Tat immer wieder diese Spekulation. Die hängt natürlich auch damit zusammen, dass man die Deutsche Bank relativ schnell und leicht übernehmen könnte, weil der Aktienkurs so dramatisch gefallen ist. Der ist in den letzten 10 Jahren um rund 80% gesunken. Auch heute gibt es ein dickes Minus von rund 5%. Die Aktie kostet gerade 14 Euro. Das ist natürlich für ein großes Bankhaus, das in der internationalen Arena ja nun keine kleine Nummer ist. Die Deutsche Bank war immer eine der ganz großen führenden Banken international. Sie ist es auch heute noch, aber eben schwer angeschlagen. 14 Euro für die Aktie, um sie zu übernehmen, ist eben nicht besonders viel. In der Tat gibt es natürlich diejenigen, die sagen, das lohnt sich doch für die meisten Häuser im Moment nicht. Die Bank hat einfach zu viele Probleme. Niemand möchte sich das an den Bein binden, diesen Klotz. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schon eine Möglichkeit für ein großes internationales Haus, sich hier auf relativ einfache Art und Weise dieses Bankhaus einzuleiben. Und dementsprechend ist die Gefahr nicht ganz ausgeschlossen. Die andere Möglichkeit wäre, dass die Deutsche Bank zerschlagen würde in verschiedene Teile. Auch solche Spekulationen gibt es immer wieder. Und die dritte Möglichkeit ist eben die, dass man fusioniert mit einem anderen Institut. Da hatte es ja auch bereits Gespräche gegeben mit der Commerzbank. Die sind bislang nicht zu einem Erfolg gekommen. Aber das heißt ja nicht, dass es noch dazu kommen könnte. Aus deutscher Sicht muss man sagen, muss natürlich die Wirtschaft ein großes Interesse daran haben, dass dieses Bankhaus überlebt, dass es eigenständig bleibt, dass es eine große deutsche internationale Bank bleibt. Ganz einfach deshalb, weil Deutschland die wichtigste Wirtschaftsnation in der Europäischen Union ist. Und da kann man es sich eigentlich nicht leisten, wenn die Deutsche Bank hier weiter unter die Räder gerät. Also da ist ziemlich viel Hausarbeit zu leisten im Moment. Noch eine Nachfrage mit Bitte um kurze Antwort. Kritik gibt es ja auch aus der Politik, zum Beispiel an den hohen Bonuszahlungen. Trotz herber Verluste, ist das ethisch eigentlich noch vertretbar? Das kann man natürlich kritisieren. In der Tat ist es natürlich schon sehr fraglich, ob es sinnvoll ist, die Boni zu erhöhen in einer Zeit, wo es der Bank nicht gut geht. Und ist das wirklich vertretbar? Es gibt die Kritik, dass das ja letztendlich auch unser Wirtschaftssystem untergraben kann, weil einfach die Akzeptanz fällt, wenn man so eine Situation hat. Auf der anderen Seite muss man allerdings fairerweise auch sehen, die Bank leidet im Moment darunter, dass immer mehr Mitarbeiter abwandern. Die gehen natürlich zu anderen Häusern. Das schädigt die Bank noch weiter. Also der Bank bleibt jetzt eigentlich nichts anderes über, als diese Mitarbeiter zu halten. Das macht sie natürlich, indem sie lukrative Bedingungen hat, indem sie Geld zahlt, indem sie Boni zahlt. Also man muss es auch von der Seite sehen, das ist ja auch die Begründung der Deutschen Bank. Also ein bisschen Verständnis, wenn man es von dieser Seite sieht, muss man vielleicht auch aufbringen, trotz aller berechtigten Kritik. Klaus-Rainer Jackisch, vielen Dank für Ihre Einschätzung zu den Verlusten der Deutschen Bank heute in Frankfurt.